Salam alaikum. Ich heiße Karim, ich bin Muslim. Ich heiße Wakas. Ja. Ich heiße Shabas. Hallo, gut, freut mich. Denn wir müssen Deutsche und Europäer in einem Satz überzeugen, in welcher Quelle und was. Ich verrate es Ihnen nicht, ja, aber ich sage nächstes Mal, ich sage in einem Videobotschaft, warum ich bin Muslim. Okay. Aber Sie wissen, was bedeutet erste Sure im Koran? Was Bedeutung hat? Die Übersetzung, meinst du? Ja. Ja, kannst du die Übersetzung ausfinden? Sie wissen auch nicht. Also, erste Sure im Koran, Sie wissen nicht, das ist eine Quelle von Islam. Dankeschön. Bitte schön. Bitte schön. Salam alaikum. Bitte schön. Nein, ich bin Religionspädagoge. Gott sagt, tötet Sie. Politologe. Nein. Nein, nein. Verstehen Sie das im Kontext? Ich habe den Koran auswendig gelernt. Da haben Sie über den Islam. Mein 14-jähriger Schüler kann den Koran auch auswendig, aber er versteht gar nichts. Nein. Der Koran insgesamt ist ein wunderbares Buch. Fundamentalisten suchen im Koran nach bösen Versen, um Gewalt zu rechtfertigen. Hamed Abdel Samad ist Politikwissenschaftler und deutscher Staatsbürger. Millionen Fernsehzuschauer kennen und schätzen ihn als Nahostexperten. Beziehen Sie Ihre Erkenntnisse in Ihrem Buch aber nicht nur auf den Islamismus, sondern auch auf den Islam selber. Sie schreiben, der Faschismus sei im Islam angelegt. Und Sie beziehen sich dabei auf den Propheten Mohammed selber. Was hat Mohammed denn mit Hitler oder Mussolini zu tun? Er war auch ein unantastbarer Führer, den man nicht kritisieren durfte. Es gab Tanzveranstaltungen, es gab Poesiewettbewerbe in seinem Palast, wo ein Jude, ein Christ und ein Moslem die Religionen voneinander massiv kritisiert haben. Mohammed wurde im Hof des Harun Rashid kritisiert durch einen jüdischen Dichter. Es gab erotische Poesie, homoerotische Poesie. Islam ist faschistoid und das nicht nur seit dem Aufstieg der Muslimbruderschaft und den Salafisten, sondern im Ur-Islam ist dieses faschistoides Gedankengut schon vorhanden. Moment, Sie argumentieren ja genau fundamentalistisch wie diejenigen, die Sie kritisieren. Alles Wasser auf die Mühle der Rechten, der Konservativen, was Sie erzählen. Es gibt in Deutschland 4 Millionen Muslime, es gibt in der Schweiz 400.000. Viele würden Ihnen sagen, Sie beleidigen mich. Die Aussage, dass Religionen keine Freiheit haben, ist eine realitätsfremde Geschichtsfälschung. Ich habe hier einen Kommentar, weil der Herr Abdel Samad hat mir was vorgeworfen. Sie müssen ein Widerwort sagen und Herr Scholl auch gleich. Was mir vorgeworfen und das erstaunt mich ehrlich, wie der Herr Abdel Samad das mir sagt. Er hat gemeint, er habe in meiner Facebook-Seite Werbung für Tamarrud gesehen, er persönlich. Und das soll meine Facebook-Seite. Und ich habe das nicht geschrieben. Wenn Sie sagen, Sie sind ein richtiger Moslem, ja, was ist es denn? Was ist ein richtiger Moslem? Sagen Sie es. Sagen Sie es mir. Mohammed, als auf die Welt kam und dann mit seiner Botschaft, ne? Als erstes, der war gegen die Sklaverei. Ne? Als zweites, da hatte alle Götter nur und hatte gesagt, nee, da gibt es nur einen Gott. Ne? Und drittens war gegen auch die Unterdrückung der Menschen, oder nicht? Können Sie verraten in einem Satz, was hat Mohammed Botschaft erstmal? Was ist denn Ihr Satz? Sagen Sie mal auf Ihren Satz. Ich sage damals, Araber haben neue Geborene, wenn Mädchen war. Ja. Was haben gemacht? Getötet. Getötet? Ja. Auf dieses Grund Mohammed ist gekommen. Du darfst nicht töten, das sollte Islam sein. Ja, aber nein, ich eine Frage. Ja. Wenn das die Botschaft des heiligen Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam war, ja, dann hätte es doch gereicht, dass Jesus gekommen wäre oder Elia. Was haben die denn verkündet? Vielfalt zulassen, verschiedene Interpretationen des Korans erlauben. Jetzt kommen Leute, die sagen, nein, nur meine ist richtig, alle anderen gehören getötet. Und sie geben diesen Leuten eigentlich indirekt recht, weil sie sagen, das, was die sagen, das ist der Islam. Das ist mein erstes Problem. Und das zweite ist, stellen Sie sich vor, Sie haben recht, der Islam an sich ist faschistisch. Was machen wir denn mit den 1,5 Milliarden Menschen? Jetzt sagen wir denen jetzt, Pech ist vorbei. Was machen wir mit der Integration in Deutschland? Ein Synonym dafür sind die Muslimbrüder. Sie haben, als Sie in Kairo studiert haben, den Muslimbrüdern selber mal angehört. Insofern können Sie das auch aus eigener Anschauung erzählen. Wie war das damals? Was hat das für Sie bedeutet? Warum haben Sie sich für diese Beitritt in diese Gruppe entschieden? Radikalsten der Radikalen, Khairat al-Shata, der mächtigste Mann der Muslimbruderschaft und damit zurzeit wohl der mächtigste Mann Ägyptens.
Khairat al-Shatta ist ihr Chefplaner und Finanzier. Die Muslimbrüder agieren international. Ihnen gehören riesige Supermarktketten, Öltanker, Wirtschaftsunternehmen in Deutschland, England und den USA. Khairat al-Shatta, ein Multimillionär, von seinen Anhängern wie ein Heiliger verehrt, formte er die Muslimbrüder zu einem Kampfverband. Es ist ein seltenes Bilddokument. Junge Kämpfer der Muslimbrüder beim Training in Kairo. Guten Abend, Herr Abdel Samad. Guten Abend, hallo. Wie geht es Ihnen 6 Wochen nach der Entführung? Mir geht's gut. Ich habe versucht, mich in den letzten Wochen von den Strapazen des gesamten Jahres eigentlich zu erholen. Es war insgesamt ein sehr schwieriges Jahr für mich. Wissen Sie genaueres über die Umstände der Entführung? Haben Sie neue Erkenntnisse darüber? Warum sind Sie entführt worden? Ich weiß immer noch nichts. 2 Verdächtige sind immer noch auf der Flucht. Sie sind nicht vor der Staatsanwalt erschienen. Ich bekomme aus Kairo die Information, dass die Ermittlungen nach wie vor laufen. Aber ich glaube nicht, dass irgendwas in Kairo jetzt läuft, denn die Justiz und die Polizei sind damit voll beschäftigt, die Muslimbrüder zu verfolgen, die jetzt versuchen, durch Gewaltaktionen den Prozess der neuen Verfassung zu stören oder zu stoppen. Man konnte darüber lesen, dass Sie damals gezwungen worden sind, Dokumente zu unterschreiben. Wissen Sie mittlerweile, was das für Dokumente waren? Da noch keine Verdächtigen festgenommen sind, da keine Papiere auch aufgetaucht sind, weiß ich nicht. Ich habe Blanko unterschrieben und ich weiß nicht, worum es genau ging. Es hat auch geheißen, es seien dubiose Geschäftspartner. Es klang ein bisschen so, als wären Sie in kriminelle Machenschaften verstrickt worden. Hierzulande hat das die Leute sehr irritiert, die waren auch besorgt. Ja, ich bin in keinen kriminellen Machenschaften verwickelt. Ich hatte eine Firma durch einen Kredit eigentlich geholfen, auf die Beine zu stehen. Und diese Schulden sollten wieder zurückbezahlt werden. Die Firmeninhaber haben sich entschieden, mir nichts mehr zurückzuzahlen. Und vermutlich hat das damit zu tun. Ich sage ihm hier in Deutschland, keiner wird ihm tun. Und wenn auch jemand Fatwa gegeben hat, der sitzt neben mir. Ich bin ein Moslem hier und ihm wurde nicht passiert. Und er war gerade auch in Ägypten. Wird das natürlich in Deutschland gepredigt? Natürlich, natürlich. Wie? Also wir tun so, als hätten die Muslime, die hier leben, nichts mit der islamischen Welt zu tun. Woher kommt die Theologie? Woher kommen die Ideologien? Werden in Deutschland selber islamische Ideologien neu entwickelt? Wir sind gerade ganz am Anfang. Oder kommt das aus Ägypten, Saudi-Arabien und der Türkei? Wer predigt in der Moschee? Was wird in den Moscheen gepredigt? Das sind alles Gedanken, Ideologien, die aus den arabischen Ländern und aus der Türkei kommen und schaffen eine Kluft zwischen den hier lebenden Muslimen und der deutschen Gesellschaft. Und dieser Kluft ist genau das, was eigentlich ein Geschäft ist für die Islamverbände, für die Salafisten. Sie leben von dieser Kluft. Zeigen Sie bei Salafisten auf Herrn Dabak. Ist Herr Dabak ein Salafist nach Ihrer Meinung? Nach meiner Meinung ist er ein Salafist. Was? Um seiner zu gedenken, geißeln sich viele Schiiten am Trauertag Ashura selbst. Die Schiiten dominieren den Süden Libanons. Jedes Jahr organisiert die Hisbollah ein großes Treffen, um ihren Sieg über den jüdischen Staat zu feiern. Die gelbe Farbe der Hisbollah weht hier überall. Ihr Anführer Hassan Nasrallah ist nicht vor Ort. Die USA haben seine Partei als terroristische Organisation eingestuft. Aus Sicherheitsgründen lebt er versteckt und nimmt an diesen Veranstaltungen per Videoschaltung teil. Inmitten der Menschenmassen eilen plötzlich viele zu einem Mann, um ihn zu umarmen. Es ist der iranische Botschafter im Libanon. Seine Anwesenheit unterstreicht die Bedeutung Irans als Hauptunterstützer der Hisbollah und Führer der schiitischen Welt.
Unsere Hilfe gilt nicht nur für den Libanon. Wo auch immer auf der Welt, egal in welchem Land, unsere faire Unterstützung gebraucht wird, werden Sie den Iran finden. Konfrontiert mit der Macht der Hisbollah, dem bewaffneten Arm Irans im Libanon, hat ein Geistlicher entschieden zu reagieren.